Und da bin ich wieder, nachdem ich euch alles erklärt habe, wie das hier ist. Hier noch das Aussehen. Man kann Hüte anziehen, wenn man welche hat. Habe ich aber nicht. Jacken und tatsächlich so ein Parker, Halstücher, Schuhe und alles. Die Sachen muss man alles finden. Ja, meine momentane Mission ist hier suchen. Und mir gefällt das Spiel jetzt schon richtig gut. Von der Grafik her und Die alles. vermisste Vorratskiste geortet. Hier ist irgendwo voll das Klettern und alles. Richtig gut aus, finde ich. Die Beta habe ich übrigens nicht gespielt. Hätte ich gerne, aber keine Lust irgendwie gehabt und keine Zeit. Markierte Position in der Nähe. Sind welche? Man kann auch, glaube ich, durchschießen. Kann ja auch durch die Autoscheibe schießen und macht den Schaden dadurch. Oh, jetzt habe ich mein Schild aktiviert. So sieht das dann aus. Ich kann das Schild auch, glaube ich, irgendwie wegwerfen. Ja, ich kann das eben aktivieren. Ich weiß aber nicht, wie ich das wegmache. Ah, einfach gedrückt halten. Okay. Die haben jetzt keinen Loot fallen gelassen. Da sieht man, mein Schild lädt sich auch wieder auf. So, deswegen muss ich markieren. Feindkräfte nähern sich. Von wo? Von hier irgendwo. Okay. Nein, das tust du nicht. Das hat es, glaube ich, noch ein bisschen zu laut. So, ich werde den Vorräte suchen. Und ich habe das Gefühl, dass da noch welche drin sind. Nein, ich sehe hier keine. Schlimmstenfalls ist mein Schild wieder bereit. So, markieren. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Ja, läuft. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Ja. Ich habe jetzt Credits bekommen und Erfahrung. Oben sieht man mein Level. Ich bin schon bald Level 2. Also oben rechts in der Ecke. Wo sonst, wenn nicht rechts? Ja. Übrigens, was ein nettes Detail ist, da finde ich mal meine Sekundärwaffe. Ja, gedrückt halten was, glaube ich. Ne, zweimal. Wenn ich jetzt hier auf das Auto schieße, kriegt das auch überall Schaden. Wenn ich auf die Reifen schieße, gehen die kaputt. Man kann durch die Scheiben auch durchschießen. Ihr seht, die brechen auch Stück für Stück ab immer. Gerade da, wo ich hinschieße. Dank der Snow Engine heißt die, glaube ich. Ist das so? Und der Waffe habe ich unendlich Munition. Richtig cool. Oh. Hier ist einer. Der ist tot. Kann auch hier alles zerballern. Dann sind noch andere. Das hier sind Überlebende. Die geben mir manchmal Sachen, wenn ich hier dem was gebe. Aber die brauchen hier anscheinend nichts. Zischt ab! Mensch! Warte, jetzt mache ich das mal. Seht ihr, jetzt habe ich so mein Schild. Ich habe hier jetzt mein schönes Schild, das hat zwar auch Leben, aber ihr seht, die konnten jetzt nichts machen. Ich hatte mein cooles Schild und konnte damit jetzt schön einen Haufen schießen. Schützende Holster, alles nehmen. Ich habe eh momentan genug. Ich sehe auch mal, ob das besser ist als meins. Neue Objekte, Rüstung und das ist auch um einiges besser als meins. Licht sofort an. Optisch verändert sich das auch manchmal. Momentan aber ist ja nicht sehr viel, was sich bereits verändert hat. Ich habe zum Beispiel mehr Zeug hier hinten an meinem Turnister, wollte ich schon sagen, an meinem Rucksack hängen. Was lasse ich für welche? Das sind gute. Der hier geht ein bisschen komisch. Das heißt, er könnte eventuell Leben brauchen manchmal. Ich gehöre zu den Guten. Ich erschieße euch nicht. Egal, ich nehme wieder meine MP raus. Übrigens, ich werde auch später noch eine dritte Waffe freischalten. Ich glaube ab Level 4. Und dann kann ich eben andere Waffen dabei haben. Zum Beispiel noch ein MG. Hier sind Tiere. Die kann man auch töten. Bringt einem aber nichts.
Wir sind auf derselben Seite. Alles klar. Da hinten sind wieder welche. Aber man hält nicht so viel aus, wie ihr gerade gesehen habt. Ich habe schon gut Schaden bekommen. Niemals! Ich habe jetzt in die Hand geschossen, jetzt hat er die Granate fallen gelassen und sieht jetzt nichts. Seht ihr, und so macht man das effektiv. Ah, jetzt seht ihr, wenn ich da reingehe, ist meine Sicht auch kurz schlechter. Ich bin so leicht benommen. Aber jetzt geht's wieder. Ja. Ich glaube, hier kann ich Missionen auswählen. Hier ist die Karte. Hier ist ein Nebeneinsatz, hier ist ein Nebeneinsatz. Hier ist das Safe House. Ich glaube, da kriege ich meine neuen Aufträge. Ihr seht, die Map ist schon recht groß. Das hier ist das Anfangsgebiet, das Brooklyn. Aber glaubt mir, das Ganze wird noch viel größer. Ich werde jetzt erstmal hier zu diesem Nebeneinsatz gehen. Agent, ja. Diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Alles klar. Fällt mir jetzt mein Headset überhaupt noch an. Ich habe das gerade nämlich kurz ausgemacht. Ja, war noch an. Vermisste Vorratskiste geortet. Oh, das heißt, hier sind jetzt höchstwahrscheinlich Feinde. Granaten habe ich noch keine. Ich glaube, ich kann die markieren, wenn ich so drauf gehe auf die. Hier sind zwei. Ja. Zwei erledigt. Tanz für mich. Nachladen und jetzt rüber. Sauber weggeholt. Das Spiel macht echt voll Spaß. So, hier markieren. Vorräte, da liegt noch was. JTF informiert. Ohne neue Waffe. Alles nehmen. Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt ihrer Position. Jetzt muss ich den Bereich hier verteidigen. Das heißt, es kommen sicher gleich noch welche. Warnung. Von da. Sich. Das alles gehört uns. Sagt wer. Wieso sollte ich unter Deckung rausgehen? Wir kommen jetzt aber von allen Seiten. Ihr seht auch, wie da die Kugeln so stecken bleiben, auch in dem Schild. Das finde ich richtig cool. Das sind ganz schön viele. Du gehst zu Boden, Arschloch. Gleich verteidigt. Seht auch, guck mal, hier sind überall so Einschusslöcher bei mir im Schild. Übrigens, ich kann nur die Pistole benutzen, sobald ich das Schild habe. Kampfbereit, sehr gut. Ihr könnt hier gut Verstärkung gebrauchen. Bam, 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 bam. Ich komm ja, bleib stehen. Tanz für mich. So. Perfekt. Gute Arbeit, Agent. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Sie haben es echt drauf. Perfekt. Stufe 2 erreicht. Geil. Und da ich jetzt hier meine Stufe 2 erreicht habe, rüste ich mich gleich mal wieder aus. Neue Waffe habe ich bekommen. Die ist minimal, aber auch nur minimal besser als meine. Das Magazin ist gleich. Die hier hat 139 Schaden und die hat 140 Schaden. Das ist... Nee, das hier... Nee, das ist meine aktuelle und das ist die neue... Das heißt, die hier ist schlechter ein bisschen.
Insgesamt, das heißt, die behalte ich mal nicht. Beziehungsweise ich ziehe sie nicht an. Ich kann sie noch verkaufen. Die hier ist besser als meine, also lege ich die an. Auch besser als meins. Und das hier ist auch besser als meins. Ja. Okay, Credits habe ich 70 inzwischen. Hier habe ich noch gar keine andere. Man sieht da, Talentexperte. Wenn die Gesundheit des Ziels unter 30% liegt, richtet diese Waffe 100% mehr Schaden an. Aber es ist dann irgendwas Spezielles drauf, ist eben. Man kann noch nass in eine Mündung. Ist da nichts drauf. Und Outfit auch nicht. Beziehungsweise Outfit werden wahrscheinlich so Spraydosen sein. Ich kann nicht Mods drauf machen. Aber hier, ich habe noch keine gefunden. Hier könnte man eben Schalldämpfer drauf machen. Was nicht direkt alarmiert werden. Aber ich habe hier noch nichts. Auf jeden Fall noch nicht sehr viel. Hier wird auf Stufe 4 entsperrt. So. Ich glaube, hier habe ich noch einen neuen Punkt freigeschaltet. Der nächste Platz hier wird auf Stufe 5 freigeschaltet. Man kann, glaube ich, insgesamt 3 Plätze haben. Okay, Mods anlegen. Was ist das? Sicherheitsflügel aufbau, Dark Zone Einsätze. Ah, da muss ich erstmal die Sachen hier, bestimmte Sachen. Sicherheitsflügel muss ich hier verbessern, damit ich das hier nehmen kann. Hier muss ich sicher die Technologie. Und hier muss ich sicher dann Medizinflügel. Es gibt eben noch verschiedene Flügel, sobald man eben seine Basis hat. Doch habe ich meine Basis nicht. Und es ist Nacht geworden. Guck mal, das ist die amerikanische Flagge. So, das halte ich von Amerika. Vorausgesetzt, Sie wählen Donald Trump. Solange Sie nicht Donald Trump wählen, tut's mir leid. So, ich gehe mal zu dieser Nebenmission noch. Mach dann mit der Hauptmission weiter. Agent, wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen Sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Okay. Oh, ich komme nicht rüber. Trophäe erhalten, mach die Tür zu. Ah, nicht. Das ist eine Trophäe, wenn man ein Auto ist, kann man die Türen zumachen. Dafür kriegt man eine Trophäe. Sind hier irgendwo welche? Ah, ihr seht mal, wenn ich jetzt hier runterspringe, da ist ein Ausrufezeichen, dann würde ich Fallschaden kriegen. Ich glaube zwar nicht viel, aber trotzdem etwas. Den Tunnel betreten. Da scheint keiner zu sein. Ich lade hier mal nach. Und drücke dann vor. In die Gülle. Hui. Erstmal sich reinrollen. So, hier muss ich hin anscheinend. In den Hof gelangen. Ah, hier ist eine Leiter. Okay, hier hoch. Ist hier irgendwo welche? Feindpräsenz entdeckt. Oh. Erstmal markieren. Oh, Level 2 sind die schon. Der erste ist weg und der zweite ist schwer angeschlagen. Der ist weg. Oh, da kommt noch mehr. Kommt raus. Ich sag, kommt raus und was machen sie? Sie kommen raus. Hab mich einer angeschossen. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. So, perfekt. Was haben die denn hier hübsches frei fallen gelassen? Eine Splittergranate. Das gefällt mir, was das hier? Pistolenholster. Ich komme. Kann ich die Tür eintreten? Nein. Das haben Sie sehr gut gemacht, Agent. Aber hier ist Munition. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Granaten, ducken Sie, um eine Granate zu nehmen. Und werfen Sie sie mit. Okay. Rechnen Sie den Wurf, indem Sie Kreis gedrückt halten, glaube ich, oder so. Okay. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Vielen Dank für all die Leben, die Sie gerettet haben. Kommen Sie doch mal wieder vorbei. Wir haben hier was für Sie. Werde ich machen, aber davor nochmal meine Ausrüstung verbessern. Ich habe hier was Neues. Eine Schrotflinte, aber die Schrotflinten sind meistens nicht so gut.